fantastisch aus. Wunderschön. Und Leute, das Motto dieses Jahr heißt Stonewall 50, jeder Aufstand beginnt mit deiner Stimme. Und wir machen das Motto jetzt zum Programm. Ihr rastet jetzt einmal bitte komplett aus. Habt ihr Bock auf den Tisch? Gegen Islamfeindlichkeit, gegen Bifeindlichkeit, gegen alle Diskriminierungen, Antiziganismus und. Wir feiern die AktivistInnen weltweit, die sich dafür eingesetzt haben, dass wir hier heute alle mit unserer Queerflag stehen können. Deswegen ein großes Dankeschön geht unter anderem raus an eine Patin des Mottos, und zwar Marsha P. Johnson, eine großartige Frau. Patsche Hände raus, Applaus für alle Aktivisten dieser Welt. Happy Pride! We're so excited!
Wer kennt die Serie Pose auf Netflix? Wer ihn nicht kennt, der hat dann recht, wenn ihr ausgekatert seid, Zeit, diese Serie anzuschauen. Denn das ist eine der besten Serien. Es geht um die Vogue-Szene in New York in den 80ern von E.P.O.S. Und Drax. Und Ari ist auch Vogue, er ist Performer. We are not going back.
thank you, Berlin Pride. Let's show the world what a real human family looks like. Aber Veränderungen kommen nicht aus der Mitte der Gesellschaft, nicht von der betreten weißen Mittelschicht, sondern eben von den Rändern. Und deshalb bin ich froh, dass das drin ist, die Forderungen vom CSD. Ich möchte euch wirklich bitten, habt heute Spaß, wenn ihr morgen die Post geguckt habt und ausgekatert seid. Guckt euch nochmal die Forderungen vom CSD an, denn ich finde sie ganz toll und richtig. Es kann nicht sein, dass 2019 in Berlin, in dem offenen Berlin, immer noch kein inklusives Wohnen für Touristen existiert. Wir müssen das sehen. Und deshalb, meine Lieben, wer heute von dieser Demo geht und nicht sagt, der Kampf der Lesben ist auch mein Kampf, ich bin Feminist, der hat Stonewall nicht kapiert. Okay? Wir müssen zusammen stehen. Es ist unser Kampf und wir müssen aufeinander achten. Und auch respektvoller miteinander umgehen. Das ist das Einzige, was ich eigentlich sagen will. Hört auf zu lästern, hört auf euch zu streiten. Ich glaube, wir haben alle dasselbe Ziel von einer gerechteren Welt. Wir haben vielleicht unterschiedliche Wege, wie wir da hinkommen. Aber wir haben vielleicht nochmal selber, jeder an uns, und da haben wir nämlich genug zu tun, es vorzumachen, wie man respektvoll miteinander umgeht. Man muss nicht jeden lieben, aber wenn jeder Mensch Respekt voneinander hätte, hätten wir keine Kriege mehr. Insofern, lasst uns das vormachen, lasst uns solidarisch sein. Und lasst uns diese Welt verändern. Wir können genauso Geschichte schreiben wie vor 50 Jahren Stonewall. Und jetzt lasst es losgehen. Happy Pride! Propaganda, oni ji vypli. Tak to zařvi, holka. Ana.